Bis zum Release der neuen iPhone 14 Modelle sind es nur noch einige Monate. Bisher fand ich die Leaks ja relativ ernüchternd, doch jetzt sind neue Leaks über die Kamera aufgetaucht, die ein ziemlich großes Upgrade versprechen. Alles darüber und noch etwas mehr erfahrt ihr in diesem Video. Wiederholen wir erst einmal kurz, was wir bereits wissen. Das iPhone 14 und 14 Pro wird wohl keine Designänderung erfahren. Das heißt, wir sehen das gleiche Design wie im iPhone 12 oder auch iPhone 13. Ein großes Design-Upgrade, wie es John Prosser prophezeit hat, wird es somit erst beim iPhone 15 geben. Jedoch wird es kein iPhone 14 Mini geben. Dieses Modell fällt also weg. Dafür wird es ein iPhone 14 Max geben. Also quasi das gleiche wie das iPhone 14 Pro Max, nur eben in etwas günstiger und dementsprechend auch etwas schlechter. Darüber hinaus gibt es auch Leaks von Mark Gurman, der nämlich berichtet, dass es endlich ein Always-On-Display beim iPhone 14 Pro geben wird. Das war auch eigentlich schon fürs iPhone 13 Pro geplant. Warum es damals nicht kam, nun ja, das ist nicht bekannt. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass die neuen Displays beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max das erste Mal nun auch bis auf 1 Hertz runtergehen können und somit wirklich ein Always-On-Display so gut wie gar keine Energie verbrauchen würde. Das war bisher ja der Grund, warum Apple keine Always-On-Funktion in den iPhones verbaut hat. Was den Prozessor angeht, soll das iPhone 14 und iPhone 14 Max annähernd den gleichen Prozessor bekommen wie der eigene Vorgänger. Das ist tatsächlich relativ merkwürdig. Der einzige Unterschied soll tatsächlich sein, dass man nun statt 4, 6 GB RAM verbaut hat. Lediglich das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sollen einen wirklich neuen Prozessor bekommen mit mehr CPU und GPU-Kern. Das heißt, wir haben hier mehr Leistung und es werden ebenfalls 6 GB RAM verbaut sein. Aber nicht mehr LPDDR4 RAM, sondern der nun etwas schnellere LPDDR5 RAM. Dementsprechend dürfen die Performance-Unterschiede dieses Jahr dann noch etwas größer werden, als sie es schon im letzten Jahr waren. Im letzten Jahr hatten ja die Pro-Modelle lediglich einen GPU-Kern mehr. Der Abstand dürfte sich dieses Jahr vergrößern. Obwohl das Design bei den iPhone 14 Modellen anscheinend ja gleich bleibt, werden die Pro-Modelle nochmal ein größeres Kameramodul bekommen. Das liegt vor allem daran, dass Apple nun einen 48-Megapixel-Sensor verbauen möchte. Dieser fängt mehr Licht ein und ermöglicht vor allem auch 8K-Video. Doch auch das ist ja nichts Neues. Ich finde es aber ziemlich erstaunlich, wie groß dieser Kamerabump tatsächlich werden soll. Ich finde ihn ja beim iPhone 13 Pro schon relativ groß und er wird tatsächlich nochmal ein gutes Stück größer. Noch spannender wird es dann jedoch auf der Vorderseite. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Pro-Modelle dieses Jahr ein Punch-Hole statt einer Notch bekommen. Und um genau zu sein, ist es nicht ein Punch-Hole, sondern es sind zwei, eins für das Face-ID-Modul und eins für die Frontkamera. Apple hat es noch nicht geschafft, Face ID unter dem Display zu verbauen und dementsprechend ist es am Ende nur ein klein bisschen besser als die Notch, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht macht Apple das aber auch mit Absicht, weil es einfach einen deutlich höheren Wiedererkennungswert hat. Was jetzt jedoch neu ist und was ich persönlich extrem interessant finde, ist, dass Apple nach vielen Jahren endlich die Frontkamera ebenfalls upgraden wird. Es wird zwar weiterhin ein 12-Megapixel-Sensor verbaut sein, dieser fängt nun aber mehr Licht ein und bekommt vor allem einen Autofokus. Wenn ich ehrlich bin, ist die Frontkamera bei meinem iPhone 13 Pro mit gutem Abstand im Vergleich zu den anderen Kameras, die verbaut sind, die schlechteste. Und hier sind andere Android-Hersteller auch schon weit voraus. Eigentlich hatte Apple erst geplant, im nächsten Jahr diese neue Frontkamera zu verbauen, aber aufgrund der wirklich andauernden Lieferschwierigkeiten in China ist Apple jetzt von dem chinesischen Hersteller zu einem in Südkorea gewechselt. Diese neue Frontkamera soll tatsächlich dreimal so viel kosten und dementsprechend hoffe ich auch, dass man da deutlich bessere Ergebnisse rausbekommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese neue Frontkamera im Alltag testen wird und wenn Apple die neuen iPhone 14 Modelle dann im September vorstellt, werde ich sie mir direkt bestellen und für euch auf diesem Kanal testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Alles in allem ist das Upgrade beim iPhone 14 Pro, zumindest von dem, was wir bis jetzt wissen, relativ gering. Und vor allem bei den normalen iPhone 14 Modellen ist es sogar noch geringer. Das spannendste iPhone wird dieses Jahr wohl das iPhone 14 Max, einfach weil es ein komplett neues iPhone ist,
Aber ansonsten werden wir, wie auch schon in den Vorjahren, einfach eher eine Evolution und keine Revolution sehen. Der letzte große Sprung, der war damals einfach beim iPhone 10. Danach wurde eigentlich nur noch an der Hard- und Software gefeilt. Das Einzige, wo noch nennenswerte Erfolge erzielt werden, das ist bei den Kameras. Und selbst hier werden die Schritte meiner Meinung nach immer kleiner. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich gespannt auf den Release vom iPhone 14 und ich hoffe, das seid ihr auch. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.